Die Landwirtschaft ist einer der produktivsten oder mit dem höchsten Produktivitätswachstum versehene Branche in Österreich. Wir bringen Sorten wieder zurück ins Machfeld. Das Machfeld war da immer sehr innovativ. Also ich denke, an Innovationsgeist mangelt es hier nicht und auch in die junge Generation setze ich da ganz große Hoffnungen. Was können wir noch tun, um zu automatisieren, um zu digitalisieren, um diese neuen Techniken auch mit hineinzubringen? Das Machfeld ist natürlich, was die Lebensmittel angeht, ein sehr, sehr großer und wesentlicher Teil für ganz Österreich und Europa. Das heißt, wir haben damals schon begonnen, das Getreide aus dem Machfeld zu bekommen und haben mittlerweile 80% unserer Rohstoffe aus einem Umkreis von 50 Kilometern. Und das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal, auch wenn viele andere Bäckereien mittlerweile auf Regionalität setzen. Die größten Herausforderungen in den letzten Jahren, Monaten waren sicher der extrem rasche Anstieg der Refinanzierungskosten, der Zinsen. Die Zinsdiskussion, die man hat natürlich, also ich vergleiche das nur, wie meine Eltern vielleicht investiert haben, waren die Zinsen bei über 10%, man hat trotzdem investiert, es hat auch funktioniert. Das Weinviertel wird jetzt nie die Haupturlaubsdestination oder selten werden, aber für den Kurzurlaub sind wir bestens prädestiniert. Das heißt, ideal wäre, dass die Leute 2-3 Nächte bleiben. Das Thema Nummer 1 ist natürlich die Kultur, die es im Machfeld gibt, speziell mit dem Schlösserreich, mit den 5 Schlössern. Das zweite Thema ist, und das wird immer populärer, ist tatsächlich der Radtourismus, das Genussradfahren im Weinviertel. Das dritte Segment, was wir hier ausbauen, also zur Kultur hin, zum Radsport, ist natürlich die Natur, die wir im Machfeld haben. Die Natur kann man jetzt auch einerseits die Agrarkultur, die wir sichtbarer machen wollen, auf der anderen Seite natürlich auch die Natur, sei es mit dem Donau-Nationalpark, aber auch natürlich in den Machauen, eine wunderbare Kombination, wo man Kultur mit Bewegung, mit Natur verbinden kann. Und wenn wir mit Energie, glaube ich, nicht kalkulieren können, dann haben wir in Jahren ein Kostenproblem und das ist natürlich für einen Betrieb nicht sehr nachhaltig, dann auf der Kostenseite. Markfelderbank als Plattform anbieten möchten, um unsere Gemeinden, aber auch unsere Unternehmen, unsere Kunden vernetzen wollen, wo man sich einmal unverbindlich informieren kann, unabhängig informieren kann. Was bedeutet eigentlich Energiegemeinschaft? Also ich glaube, die Nachfrage nach dem Weinviertel wird sukzessive mehr werden. Das merkt man im Machfeld genauso wie im restlichen Weinviertel. Diese Unternehmen für die Allgemeinheit greifbar zu machen, erlebbar zu machen. Und dieses Erlebbarmachen von Betrieben, das forcieren wir ganz, ganz stark. Und dazu haben wir auch unterschiedlichste Formate dazu. Wenn man das herzeigt, das verbindet und letztendlich daraus auch noch Betriebe entstehen, vielleicht die Erlebniswelten schaffen. Wir merken schon sehr, sehr stark, dass gerade das junge Klientel mehr und mehr auf nachhaltige Mobilität setzt. Und für mich ist eine starke Nachricht, auf die Jugend zu setzen, auf diese Innovationskraft, auf die Ausbildung zu setzen. Wir setzen die letzten Jahre schon auf Lehrlingsausbildung, auf Ausbildung in unserem Betrieb. Ich glaube, dass ganz, ganz wichtig ist, langfristig Kolleginnen und Kollegen zu binden im Betrieb. Und da sehen wir halt gerade in der jüngeren Generation ist es so, dass man einfach sinnstiftend das vermitteln muss, weil nur durch gute Bezahlung oder gute Arbeitsumstände findet man nicht den einen oder anderen Mitarbeiter oder Kolleginnen oder Kollegen mehr, sondern wenn die das Gefühl haben, dass das Sinn macht, was sie tun, dann geht es um ein Stück weit leichter. Ich wünsche mir ein selbstbewusstes Identitätsauftreten aller Machfelder, die gut zusammenarbeiten. Aber gerade so Betriebe, die vorausgehen, die sich Innovation zutrauen, die investieren, eben gerade auch im gastronomischen Bereich, wenn es da 1-2 mehr noch geben würde, das zieht man in anderen Regionen meistens auch weitere hinterher. Ich hoffe auch für alle, die hier sind, dass wir da gemeinsam uns auch gute Fragen stellen und dann auch gute Lösungen wieder finden für die Region und auch das Chancen und das Potenzial da gemeinsam dann nutzen können. Ich habe das jetzt ganz spannend gefunden, weil gesagt wurde, ich habe mir überlegt, wie ich anderen helfen kann und das sind immer die erfolgreichsten Leute dann, die sich nicht überlegen, was kann ich selber für mich tun, sondern was kann ich für andere tun. Finde ich ganz, ganz toll.